Ja, hallo zusammen, ich bin Fluxkommandant 70 mit einem weiteren Gast-Replay. Und hier ist der Herbolzheimer 79 aus dem Clan X4X mit dem 8er Premium TD der Tschechoslowakei auf der Map Erlenberg. Ja, im Angriffmodus im Süden gestartet. Das Ziel ist der Norden. 8er, 7er Gefecht. Und wir haben 7 8er und 8 7er darunter, 5 Heavys, 3 Mittelpanzer, 5 TDs, ein Light und eine Arti. Munitionsverteilung 30x AP, 20x Premium-Munition, 16x HE. Dann hier kleines Medkit, kleines Redkit und Wuchteln als Ration für die tschechische Crew. Hier erstmal ein Schuss in den Busch neben der Mühle. Ja, zwei Gunmarks drauf. Ja, in Richtung dritter Gunmark, wie wir es gewohnt ist beim Herbolzheimer. Noch ein zweiter Schuss. Dann kommt die Super Hellcat. Erster Schuss schön rein. 266 erstmal zum Anfüttern. Zweiter Schuss fliegt leider drüber weg. Zur Mission kommen wir gleich mal. Können wir schon mal gucken. Das ist Koalition 5. Ich bin dein Schild in Richtung Objekt 279F. Feldausrüstung kann ich auch was dazu sagen. Habe ich am Anfang gesehen. Auf der ersten Position Ansätze, und zwar den verbesserten, den man mit Anleihen und Bonus erwerben kann. Jetzt erstmal ein Schuss auf die gegnerische AMBT. Der Schuss wieder auf die andere Super-Hacket geht drüber weg. Ja, die haben irgendwie so ein Schutzschild. Gehen die Schüsse drüber weg. Und auf der Position 2 hat er die verbesserte Optik, die man mit Anleihenboot erwerben kann. Und auf der dritten Position erbeuteten. Jawohl, geräuscharmes Abgassystem. Der pinkfarbene. So, jetzt habe ich alles genannt. Können wir zurück zum Gefecht kommen. Da steht 0 zu 1. Udis 14.5 hat sich schon mal weggeschmissen. Vom Team. Ja, der Setter meint es auch ganz gut. Fährt hier einmal quer durch. Oh, da fängt er sich eine vom AMBT ab. Vom ab. Kann man gleich aussprechen, ne? Ab. Nee, der heißt AMBT. So. AMX AC48. Zwei Schuss drauf, Treffer, 5 HP bleiben noch stehen. Jawohl, erster Kill. Am IS abgeprallt am Turm. Okay, 2 zu 3 steht es. Oh, ja, das war ein Schnapper. Auf die Capola, das war ein richtiger Glückstreffer, würde ich mal sagen. Zwar eingezielt, aber... Mein lieber Schwan, das war ja Pixel. 1112 Damage, 240 geblockt. So, Position wird jetzt verlassen. Wird sich umgesiedelt. Ja, das ganze Team hat sich hier von 1 bis 6 verteilt und wie wir sehen, den östlichen Teil komplett stehen gelassen. Da ging voll durch ihre Panzerung. Ja, schöner Treffer auf den DS-54. Der wurde auch angesteckt. Aber nicht vom Herbolzheimer. Sondern er hat dann nochmal einen Schuss gefangen. Tiger 1. Ah, da war nicht ganz durchgezielt. Tiger 1 auch irgendwo in Deckung gefahren. 3 zu 3 steht es. 4 zu 3. Ja, das, der GW Panther sollte sich verdünnisieren da. Denn der Setter ist ran. Ich habe es gerade gesagt. Ja, und da geht der GW-Panther raus. Ja. Okay. Boah, da fängt er sich hier vom Super, von der Super-Arcade geht ein. Und hier die Fluttanks getroffen. Gleich repariert, ehe die Kiste hier brennt. Die Tiger 1
Kette getroffen und da fängt er sich vom Tiger 1 ein. Unglücklicher Treffer. Und wird hier vom 45 TP angestupst. Ja, da gab es eine Retourkutsche. Hätte ich auch gemacht. Ist so ein Dummbeutel. 4 zu 7. Indienpanzer. Ja, konnte noch einen Schuss drauf sehen. Und dann ist der Indienpanzer schon Geschichte gewesen. SMV CC 56, auch da kann er einen Schuss setzen. Und der geht auch raus. 6 zu 7. 287 Hitpoints hat der Herbert Samuel hier noch. Ach, schöner Blick hier in den offenen Turm. Sieht man die ganzen Granaten. So, Retourkutsche auf den Tiger 1. Konnte auch nochmal einen Schuss setzen. Gegnerische Arti. Auch da nochmal ein Schüsschen hin. IS. Jeder bekommt einen Schuss ab. Wir sind bei 2700 Damage. 8 zu 8. Gleichstand. 3 Minuten 30 noch zu spielen. Und da fliegt das Hütchen ab vom IS. Aber den Schuss hat wieder wer anders gesetzt. Der Herbert haben es leider abgeprallt am IS. 11 zu 8. So. VK 3002D. Schuss in die Seite. Er blockt den Schuss. Zweiten Schuss rein. VK 3002D verschießt. Jetzt hat er mal penetriert. 62 HP bleiben ihm noch. Und da kommt der VK 3002D raus. Zweiter Kill. 12 zu 8 steht es. 3760 Damage. 460 geblockt. 75 Unterstützungsschaden. Super Hackett. Da kommt er nicht drauf. Ist hinter dem Hügel. So, jetzt geht es hier mit 50 Klamotten hinterher. Der Setter ist wieder gekommen. Oh ja, da. Erstmal ein Schuss in die Richtung. Setter ist zwar zugegangen. Ah, vielleicht. Und er wird durchgekappt. So, einziehen. Und einen schönen Schuss nochmal auf den Setter. Und den Setter rausgenommen. Dritter Kill. So. Gott sei Dank ist einer rausgefahren. Rausgekappt oder wurde rausgenommen. Oh, aber jetzt ist die Runde zu Ende und wir sehen uns in den Stats. Jetzt ging es dann doch schnell. So, dann kommen wir zu den Stats. Ja, Überschrift SHPTK TVP, dritte Gunmark. Jawohl. Und das war in erster Klasse, wie gesagt. Und dann haben wir hier Wirkungsfeuer und die dritte Gunmark. Schläger, Hand Gottes, 109.571 Credits. XP kommen wir später zur Unterstützung beteiligen. Gehen wir in Teamauswertung, 4.327 Damage, 3 Kills, 1.291 Basis XP. Ausführlichen Bericht, 31 Mal geschossen, 22 Mal getroffen, 16 Mal durchschlagen, einmal Splash. Dann 2.471 Damage über 300 Meter, 460 geblockt und Aufklärungsunterstützungsschaden war 75, nicht der Rede wert. Gefahrenstrecke 3,2 Kilometer, dafür gab es 109.571 Credits, abzüglich Repair, Munition, Ration und Kit, bleiben 35.083 Credits über das Ganze in 8 Minuten 33. Dann haben wir die Basis XP plus Siegbonus 1.936, Bonus fürs Premium-Fahrzeug 194, macht 2.130 XP und 97 freier V. Jawohl, und das war der Panzer 273. in seiner Liste mit der dritten Gunmark. Wunderbar, wie gewohnt vom Herbertshammer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.